Die fossilen Brennstoffe neigen sich dem Ende zu. Der Atomausstieg ist beschlossene Sache. Wo soll in Zukunft der Strom herkommen? Dieses Haus wird durch die umliegenden Felder mit Strom versorgt. Bauer Walter macht es möglich. Er bringt seine Ernte und Bioabfälle zur Biogasanlage Brandholz im hessischen Usingen. Eine Biogasanlage besteht aus Aufbewahrungssilos für die Rohstoffe, den Gärbehältern für die Gasgewinnung und einem Blockheizkraftwerk für die Stromerzeugung. Rund 30 Bauern aus der Umgebung beliefern die Anlage mit nachwachsenden Rohstoffen. Diese werden mit einem Teil des bereits vergorenen Materials vermischt. Anschließend wird die neue Mischung in einem Gärbehälter deponiert. Wasser, Wärme und Bakterien lassen nach einiger Zeit ein Gemisch aus Methan und weiteren Gasen entstehen. Dieses Gasgemisch sammelt sich in einem Behälter. Das flexible Dach aus Kunststofffolie zeigt das Gasvolumen an. Über Rohre strömt das Gas in das Blockheizkraftwerk. Spezielle Motoren erzeugen dort aus dem Gas Strom. Die dabei entstehende Wärme nutzt man zum Heizen der Anlage. Auch an der Fachhochschule Gießen beschäftigt man sich mit Biogas. Hier im Labor für anaerobe Verfahrenstechnik arbeitet Rolf Liebeneiner. Er erforscht, welche Stoffe sich für die Verarbeitung in einer Biogasanlage eignen. Zur Energieerzeugung in Biogasanlagen ist im Prinzip jede organische Substanz einsetzbar. In der Regel läuft es aber darauf hinaus, dass Grassilage oder Maissilage verwendet werden, weil diese Substrate die höchsten Hektarerträge liefern und dazu noch den Vorteil haben, dass man sie leicht lagerstabil halten kann. Sie werden dadurch siliert. Silieren bedeutet, dass die Substrate klein gehäckselt werden und unter Luftabschluss gelagert werden. Dabei werden sie dann zum Teil abgebaut von Organismen. Durch diesen Teilabbau entsteht ein niedriger pH-Wert, also ein saurer pH-Wert. Durch diesen sauren pH-Wert werden andere Organismen daran gehemmt, diese Silage oder Substrat weiter abzubauen. Durch diese Silierung ist es dann haltbar und kann das ganze Jahr an die Biogasanlage verfüttert werden. Ist es vertretbar, Lebensmittel in Strom umzuwandeln, während anderswo Menschen hungern? Die Biogasanlagen greifen im Prinzip auf ähnliche Substrate zurück, die auch in der Tierfütterung eingesetzt werden oder auch in der Ernährung des Menschen. In Deutschland ist aber kein Mangel an Nahrungsmitteln zu erwarten durch die Biogaserzeugung, da die Fläche, die vorhanden ist, ausreichend ist, um Deutschland zu ernähren. Wenn man das jetzt globaler sieht, bleibt die Frage natürlich immer offen, ob diese Nahrungsmittel, die hier quasi verfeuert werden, auch anders genutzt werden könnten. Kann Biogas künftig den deutschen Strombedarf decken? Also aktuell ist es etwa so, dass durch Bioenergie, also durch Gesamtbioenergie, da zählt jetzt auch Wasserkraft und Windkraft dazu und die übrigen Formen der Bioenergie, etwa 9% des Primärenergieverbrauchs in Deutschland hergestellt werden. Von diesem Anteil, der auf die Bioenergie entfällt, noch etwa, davon ist etwa 10% auf Biogas. Also es ist halt nur ein kleiner Stein in einer zukünftigen Energieversorgung für Deutschland. Es ist jetzt nicht der Fall, dass man durch Biogas komplett Deutschland energieautark halten könnte. Die Stromversorgung ist also auch in Zukunft gesichert. Schon heute kann eine Anlage in der Größe von Brandholz 1000 Haushalte versorgen. Auch das Haus von Bauer Walter.